Danke, Batman. Sind sie alle weg? Ja, sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen, als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kam hier reingestürmt und sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. Verdammt. Ach, hier kann ich jetzt durch. Da machst du nicht zu, oder was? Hä? Sind Joker-Zähne zerstört? Yes, ja, ich hatte schon mehr zerstört, oder? Hatte ich doch schon mehr als 10 Joker-Zähne zerstört, oder nicht? Ja, und jetzt, ja, toll. Also jetzt, hä? Was soll ich jetzt machen? Ja, da komme ich jetzt durch. Okay, aber da war ich ja schon vorher. Was ist hier? Da komme ich aber nicht durch. Verdammte Hacke, ey. So, gucken wir mal. Ist hier oben jetzt noch irgendwas? Da ist nichts. Zumindest sieht es nach nichts aus. Nach ganz oben konnten wir vorher nicht, aber jetzt können wir nach ganz oben. So, ist hier noch irgendwas? Ah, guck mal da. Da ist auch noch ein Schacht. In den Schacht. Hallo, hallo. In den Schacht können wir jetzt nochmal rein. Und reingucken. Komm, auf, 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 auf. Ah. Yeah. Ah ja, eine Riddler-Trophäe. Perfekt. Was soll's auch mit mehr sein? Ja, eine Riddler-Trophäe ist immer ganz gut. So, gehen wir mal runter. Muss ich ja jetzt anscheinend wieder jetzt hier hin. Okay, den geht soweit ganz okay. Gehen wir jetzt... Alter. Gehen wir jetzt hier wieder hoch. Und in den gesamten Villa nach Dr. Youngs Notizen. Ah, schau da. Muss anvisieren. So. Yeah. Nochmal 50 HP, ja. 50 HP bekommen. Scheiß Joker-Zähne, ey. Sie sind ganz lustig, aber im Prinzip sind sie... Wo soll ich denn hier? Hä? Ich suche Arkham Villa, Dr. Youngs Forschungsergebnisse und suche Dr. Youngs Büro. Da will ich ja hin, aber ich komme da ja nicht hin. Blöd, ey. Mach dein Vogel im Regen. Regenschirm, oder nicht? Das ist hier eigentlich ausgestellt. Juck. Moment. Oh. Okay. Huch. Das eine hätte ein Affe lösen können, aber trotzdem gute Arbeit. Pinguin. Auch genannt Cobblepot. Der Pinguin ist, der älteste Feind des Dunklen Ritters. Ja, er war auch einmal ein Freund des Dunklen Ritters, angeblich. Der existierende Superschurke, existierende exzentrische Superschurke, ein bekannter Vogelfreund, ist für seinen Regenschirm und zwei zwielichtigen Geschäfte gleichermaßen bekannt. Die beliebte Iceberg Lounge von Gotham dient Cobblepot als Fassade für zahlreiche illegale Geldgeschäfte, die nachhaltig zur Finanzierung der städtischen Unterwelt beitragen. Trotz seiner geringen Größe ist der Pinguin ein gerissener Gegner, in dessen Regenschirm zahlreiche tödliche Waffen und andere Überraschungen schlummern. Angeblich Oswald Chesterfield Cobblepot, Restaurantbesitzer, Gangster. Angeblich ist eigentlich auch der Cobblepot ein Freund von Bruce Wayne gewesen. Also bevor er konvertierte zum... Wer ist die Hauptperson in der Haupthalle? Ja, hier. Der hier. Wer ist das denn? Das ist doch der hier, oder? War das nicht? Ein Objekt gefunden. Interessant. Ist er nicht? Echt? Auch das nicht? Nase. Tatsächlich ist er nicht. Hä? Soll das sein? Oder ist es... Warte mal, was ist damit? Ist da vorne alles zu? Nee, ist es auch nicht. Jetzt habe ich auch gar keinen Plan, wie ich hier weiterkommen soll, weil da komme ich nicht rein und da komme ich rein. Gut, vielleicht komme ich jetzt rein. Ist ja doof, ist aber so. Ich habe sonst keine Möglichkeit, hier irgendwas noch zu tun. Also, ich weiß nicht, wie ich sonst da reinkommen soll. So, hier war ich ja drin. Vor dir des Westflügels. Zeigt nicht, ich muss hier jeden Wandschrank da durchsuchen oder so, sonst kriege ich echt einen Rappel. So, hier komme ich nicht rein. Weil Gründe. So, genau. Bla, komme ich nicht rein. Das da oben kann ich nicht aufmachen, weil auch Gründe. So. Lädt wieder. Ladebildschirm. Geht schon wieder. Entschuldigung. Verlangter Raum geäußert wurde.
Hier ist Sicherheitsoffizier Cash. Wir sind in der Villa und sind bewaffnet. Ja, ja, ja. Insassen begegnet. Dir wird keine antworten, so schnell, glaube ich. So. Nordkorridor, genau. Und jetzt kommen wir aber hier ja auch nicht durch. Durch die Tür wollte ich durch. Das ging aber nicht. Ist blockiert. Fuck. Wie soll ich da durchkommen? Was soll ich denn hier machen? Hä? Gott, ey. Was soll ich hier tun? Alter. Auf der Suche nach der Tür. Suchen wir die Türen aller Türen. Da hinten komme ich auch nicht durch, weil Gründe. Genau, hier komme ich auch nicht durch. Weil es hier nicht durchgeht. Verdammt! Was soll ich denn... Ach komm. Kommt man denn da rein jetzt bitte? Aha, aha, aha. Ich weiß nicht, wie ich hier durchkomme. Warte mal, wir können ja gucken. Ach so, Gitter, ne? Durch die kann man doch, glaube ich, eigentlich meines Erachtens nach... Hallo, ich habe A gedrückt und dann... Naja, kannst du hier durch? Nee, kann man nicht. Toll. Super. Shit. Wo soll ich hier lang? Also, guck nochmal, da hoch müssen wir. Der Eingang ist zu. Der Eingang ist zu. Warum ist hier ein Pfeil? Finde Dr. Young. Durchsuche die Arkham Villa. Dr. Youngs... Forschungsergebnisse durchsuche Dr. Youngs Büro. Ja, aber da komme ich ja nicht hin. Versuche jetzt nochmal mit Cash zu reden. Vielleicht kann der mir was sagen. Aber mit dem kann ich gar nicht reden. Zach? Ich hätte die Zeichen erkennen sollen. Ich hätte was machen sollen. Bringt mir nichts, mit denen zu reden. Shit! Was mache ich jetzt hier? Verdammt! Ich weiß gerade echt nicht weiter, ehrlich gesagt. Weil hier kann ich auch nichts machen. Ich kann da nicht drauf schießen oder so. Hier ist auch nichts. So, gucken wir uns hier nochmal um. Was ist hier? Nee, nee, nee. Ich bin, ehrlich gesagt, gerade echt mega überfragt. So, wieder ganz zurück. Das würde aber keinen Sinn ergeben. Machen tut. Also was habe ich davon, wenn ich jetzt zurückgehe? Von irgendeinem Nutzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Huch. Warte mal, können wir rausgehen? Mal gucken, ob wir überhaupt rausgehen können. Das würde mich ja mal interessieren. Ist da... Warte mal, ist da ein Batman an der Tür? Oh, das sieht echt so aus. Das hier. Interessant. Da hoch. Da hoch muss ich so. Okay. Hier ist... Wenn's nichts, ne? Okay, wir müssen jetzt mal gucken. Vielleicht können wir irgendwie hier oben rum. Dr. Youngs Büro. Also es ist eine Vermutung, aber es ist auch nur eine Vermutung. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen gerade. Ach, guck mal, da ist eine Riddler. Warum ist hier eine Riddler-Trophäe? Einfach so draußen so. Ja, Schnauze. Oh. Das war keine Absicht. Alter. Da tut er immer so, als ob er halt verrecken würde, ey. Hab's auch. So, was haben wir hier denn? Hier irgendwas? Hier? Nein. Hier? Nein. Auch gar nichts, ey. Ich krieg einfach zu viel. Oder zu wenig. Ich krieg's nicht ganz auf die Kette, ehrlich gesagt. Hä? Kennst du ja dieses komische Geräusch? Was? Ah, schon wieder eine Riddler-Trophäe. Eine Herausforderung abgeschlossen. Yes. Cool, Victor Zass. So, ist hier jetzt das Büro von der Dr. Young? Komm ich hier überhaupt... So, hier rum komme ich gar nicht mehr, okay. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Also ich soll Dr. Young finden, ja. Aber ich kann auch jetzt hier nicht alles durchsuchen, oder? Also, klar kann ich schon, aber was bringt es mir?
Hui. So, kann ich mich jetzt hier. Hallo? Hallo? Glück gehabt. Er hat nicht reagiert so schnell, dann dachte sie, oh Gott. Hi hab, huha. Das würde mal happen. Bitte halte während eures Dienstes Ausschau nach irgendwelchen fliegenden Schnauze. Ich habe gehört, hier kommt es von Zeit zu Zeit zu solchen Verscheuchungen. Okay, was ist hiermit? Was kann ich damit machen? Dieses Wayne entwickelte Kontrollpuls Hackerangriff gesichert. Wurde von Lucius Fox entwickelt. Ah, Lucius Fox. Okay, ich kann hier aber nichts machen. Dann. Die Haupthalle kann ich ja nicht. Tür ist dicht. Ja, muss ich ja doch wieder da rein. Also ich muss wieder doch in die Arkham Villa. Okay. Hui. Schnauze. Halt die Fresse, Joker. Eingang der Arkham Villa. Und halt dich fest. Ah, warte mal. Ist der hier der. Keiner Blackout, ne? Ist nicht der Haupttyp? Okay. Ach, doof. Ich dachte vielleicht wäre draußen nochmal irgendwas, aber anscheinend. Wieso liegt das Rätsel doch da drin? Huch. Wer ist die Hauptperson in der Haupthalle? Ja, der Typ da hinten eigentlich. Das wird zu einfach, ne? So. Hier lang gehe, hier war ich auch schon. Gut, wir gucken nochmal. Jetzt nochmal da hinten nach. Vielleicht ist da hinten ja irgendwas. Das wäre ja nur eine Vermutung, dass da hinten noch irgendwas wäre. So, Südkorridor haben wir. Jetzt gehen wir in den Korridor. So. Hier sind keine Unterlagen, ne? Also zumindest scannt er und findet nichts. Bibliothek. So, hier würde es ja keinen Sinn ergeben, wenn hier irgendetwas wäre. Oder? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt mal Stockwerk für Stockwerk hier ab. Und das hier finde ich halt super verdächtig. Es sieht echt aus, als wäre hier irgendwas dahinter. Ich nutze es jetzt einfach mal hier, einfach um zu gucken, ob da was ist. Hier ist nichts. So, ich komme jetzt auch nicht hier durch. Au. Und zwar nicht hier durch, weil Gründe. So, jetzt gehen wir eins höher. Und dann kommt man hier doch irgendwie durch. Ich hab's noch nicht gerafft. Ah, Mann, ey. So, hier ist auch nichts. Vielleicht muss ich hier nochmal durch, wo ich hier reingekommen bin, weil ich muss ja nicht alles absuchen gleich. So, bei eins unten drunter. Dort sind wir gekommen. Dann hieß es, hey, bringen Sie alle um. Joker und sowas. Okay, dann kommen wir aber nur hier rein. So, was ist hier? Da ist nichts. Was ist da? Auch nichts. Und hier auch nicht. Okay. Doof. Okay, Zustand ruhig, na. Kann auch jetzt nicht mit den Boys reden, ne? Ich kann hier nichts machen. Ein Objekt gefunden. Ey, Alter, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Gar keine Ahnung gerade. So. Dr. Young. Dr. Young suchen. Dr. Young dies. Na, so stand dies in den Missionen. Komisch. So, Moment, ganz kurz. Ganz kurz. So, wieder da. Entschuldigung. Ich musste mich kurz niesen und danach kurz sogar die Nase putzen, weil die dann angefangen hat zu triefen. Stimmt doch irgendwas nicht. Diese Computer, warum sind die hier an? Irgendwas ist hier doch faul. Ich muss doch hier irgendwas machen. Kein Objekt geortet. Kann doch nicht sein. Kann ich hier mit irgendwas machen? Sicherheits. Bla. Kann ich nichts machen.
Da könnte ich rein, theoretisch, aber ich kann da nicht rein. Alter, was sind das denn für komische Skulpturen? Mega krass gruselig. Okay, hier ist auch nichts. Okay, also wir sind hier auch durch, was den Südkorridor angeht. So, da oben hatte ich alles geklärt, ne? Hatte ich alles... Ja. So, haben wir hier irgendwo noch einen Eingang? So, warte mal, wir gehen jetzt mal hier hoch. Einfach aus Gründen. Nicht, dass wir hier... Okay, was übersehen. Aber hier ist anscheinend nichts. So wie es aussieht. So, da oben, da waren wir auch. Da war das Rätsel. Das Rätsel, das Riddler-Rätsel. Und dann war das hier. Okay, dann können wir das auch schon ausschließen. So, jetzt gehen wir wieder zurück in die Haupthalle. Oder in die Zwischenhalle. In die Halle halt. Einfach da. So. Muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe echt den Überblick hier verloren. Wer ist die Hauptperson in der Haupthalle? Ja, eigentlich. Und da oben kommen wir her. So. Okay. Da rein konnten wir nicht, weil Gründer. Da rein können wir auch nicht. Aber ist das ein Pendel? Wir können da hoch. Ach komm. Ach ja, interessant. Okay, dann gehen wir aber gleich mal dahin. Die Insel hat sich in den Jahren wenig verändert. Der Ruf war ruiniert, aber ich schwor, das zu ändern. Als die Häuser wieder auferstanden, sah ich die Zukunft. Eine wundervolle Zukunft. Wow. Das ist eine wundervolle Zukunft. Schön. Moment. So. Also da hoch müssen wir anscheinend. Yes. So, dann scheint das hier doch die Hauptperson. Ne, ist nicht die Hauptperson. Hä? Kann man das denn? Ach so, warte mal. Kann man mit dem... irgendwie hätte schwimmen können. Aber scheint, ne. Warte mal, kann man das jetzt von hier aus? Ein Objekt gefunden, echt. Hä? Ich könnte da hoch, aber ich konnte da nichts machen. Strange, sehr strange. Das ist super, echt super strange. Super strange. Jetzt gucken wir uns nochmal hier um. Korridor des Westflügels, so. Dann haben wir jetzt hier irgendwas. Keine Umgebungsprojekte. Sieht man noch nicht. Da ist irgendein Geschnörkel. Schnörkel die Dagro. Weil die beiden Bullen, die hier waren, die sind auch anscheinend geflohen. Oder zu den anderen beiden gegangen, das kann ja auch sein. So. Okay, und nun? Ich kann da nichts machen, ey. Ich kann da nicht durch. Ich kann hier nicht durch. Was soll ich denn da machen, ey? Sehe ich mich gerade so doof an oder bin ich einfach gerade so blöd? Oh. Das befremdlich mit um Verlegenheit. Also hier habe ich auch gar keinen Überblick gerade. So. Atemaufsicht, hört ihr mich auf? Hören dich immer noch nicht. Ich glaube, ich muss irgendwie wieder zurück, oder? Ich kann keinen erreichen. Ich versuch's weiter. Okay. Das war jetzt deine Information für uns. Super. Zentralaufsicht, bitte melden. Alter. Die Aufgabe ist doch, finde Dr. Young. Durchsuche diese Arkham-Villa, um Dr. Youngs Forschungsergebnisse vor Joker zu finden. Untersuche Dr. Youngs Büro. Ja, da will ich ja hin. Aber ich komme da nicht rein. Bin ich denn blöd? Ich habe hier irgendwas übersehen, aber sowas von. Ich wette mit, wenn ich jetzt hier hochgucke und da ist dann irgend so ein Eingang oder so, dann beiß ich mir echt den Arsch. Hier ist nichts und hier komme ich nicht rein. Blockiert.
Und da war nichts. War nur das hier. So, hier ist auch nichts. Nein, oder? Sieht doch jetzt ver... Das ist... Vor 10 Minuten gesagt. Du kannst es ihm sagen, ich werd's nicht tun. Ich krieg's jede Sekunde auf, verdammt! Du bist ein Idiot, Joker wird nicht glücklich sein und du weißt, was das heißt. Ruhe, sei einfach still, ich versuch... Die Fledermaus! Bam, so, batz, batz. Schnauze, Jungs. Echt jetzt, jetzt haben wir's geschafft, ey. Scheißdreck. Was ein Blödsinn, einfach so anders... Jokers Schläger versuchten, in das Büro zu gelangen. Sieht aus, als konnten sie nicht durch den Haupteingang hineinkommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Ist doch gut so, oder? Kommt da noch was? Ah, das haben die... Okay, was war das? Die versuchen da jetzt nicht die... Warum sind hier... Warum ist hier auch noch ein... Alter, was? Ra's al Ghul? Leicht, oder? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ra's, echt? Über die früheren Jahre des nahezu unsterblichen Ra's al Ghul ist nur wenig bekannt. Fest steht nur, dass der Kopf des Dämons, so die Übersetzung seines Namens, die Jahrhunderten dank des Lazarusgruben überdauert hat, den auf wundersame Weise immer wieder verjüngen. Ra's al Ghul ist einer der strategischsten und organisiertesten Genies, die es sich die Bewahrung der Erde von der ökologischen Zerstörung durch die Vernichtung eines Großteils der Erdbevölkerung zur Aufgabe gemacht hat. Batman ist in seinen Augen ein würdiger Gegner und potenzieller Verbündeter, obwohl dieser seine Sicht der Dinge naturgemäß nicht akzeptieren kann. Batman selbst verbindet eine Hassliebe mit Al Ghuls schöner Tochter Talia. Stimmt, Talia. Bürgerlicher Name, unbekannt. International Terrorist. Mobilgrün, graumeliert. 1,90, 95 Kilo Alter. Die Ladadenke und Strategie. Ja, da ist sehr wenig über ihn quasi bekannt. Auch in den Comics ist immer sehr wenig bekannt über ihn. Aber es ist trotzdem sehr interessant, was immer wieder über ihn zu erfahren. Ah, guck mal da. Da wollte ich hin. Weil... Ich glaube, in diesem Spiel trifft man ihn auch nochmal. Also generell, die Arkham-Reihe ist mega. Ist einfach mega. Es ist ja ein Dreiteiler. Es gibt ja sogar noch die Vorgeschichte der Vorgeschichte. Von der Vorgeschichte bin Vorgeschichte. Als noch alles jung und frisch war. Und... Nee, da kann ich nicht hoch. Und Ra's al Ghul kommt auch in irgendeinem Teil nämlich vor. Das ist super interessant mit ihm. Ist echt super interessant. So, komm, auf. Ja, haben wir es doch. Ja. Jemand ist schon am Safe gewesen. Die einzige Frage ist jetzt, wer ihn geöffnet hat. Kein Zeichen eines gewaltsamen Eindringens. Wer immer hier reinkam, kannte die Kombination. Mal sehen. Gut, Dr. Young hat die Aufzeichnungen vor Joker gehabt. Sie hat sie irgendwo versteckt. Ich folge ihr und finde raus, wo sie aufbewahrt.